So, weiter geht's. Auch wenn wir hier ein bisschen beobachtet werden, machen wir mal weiter. Weil, ne? Upsi. Tschüss. Nein, nicht runterfallen. Nicht runterfallen, kleiner Jedi. Ja, verdammt, das ist... Oh, scheiße, muss mich wieder hoch, irgendwie. Gut, da sind wir wieder in der Vision scheinbar drin, die wir eben hatten. Aber zumindest weiß ich jetzt, wie man theoretisch weiterkommt. Praktisch ist das eine andere Sache. Zeigst du mir die Abkürzung nochmal? Kann ich die markieren irgendwie? Also teilweise ist das echt nicht so einfach, wie das Müll das aussieht. Warte mal. Ich vermute, dass ich da hochlaufen muss. Ach, da unten. Komische Bockratte da. Komm her hier. Und dann wahrscheinlich da hochklettern muss. Jawohl. Geschafft. Und dann... Warte mal. Wir sind, glaube ich, von unten... Ja, wir sind von da unten irgendwo gekommen. Genau. Das heißt, ich muss darüber laufen. Und mich dann hoffentlich irgendwie festhalten. Und das schaffe ich auch. Oder was? Oder noch was? Meditieren. Bist du noch da? So. Gut. Wenn man es einmal so kapiert hat, dann ist es relativ simpel. Man muss es halt irgendwie nur kapieren, sich reinarbeiten, ne? Schau mal hier. Öffnen. Boah, schauen wir sonst jetzt hier raus. Ein neuer Lichtschwertschalter. Oh, Mut und Weisheit 2. Okay. So, und die Frage ist, wie komme ich hier weiter? Schau mal hier unten, weil das ist vermutlich, dass das ein Aufzug hier. Oder? Ne, ist es nicht. Scheiße. Doch, ist es wohl. Abkürzung freigeschaltet. Sehr schön. So. Gut. Was haben wir hier vorne für Viecher? Lange warst du. Wir scannen das Viech mal. Ein Splox. Oder mehrere Sploxe. So. Ich weiß gar nicht. Was sind wir da jetzt um? Ja, kleines Viech. Hab dich. So. Ach, das ist dieser komische, das komische Echsen-Ding, was wir da schon mal seit der Ankunft gesehen haben.
Jawohl, drei hintereinander gesetzt. Und dann sind wir da. Wettrennen? Am alten Gewölbe. Oh, dann los! Wir sind noch nicht fertig. Okay, okay. Wahrscheinlich hättest du gewonnen. Wahrscheinlich. So, dann meditiere ich mal hier. Dann haben wir nämlich wieder unsere Energie ein bisschen aufladen können. Geht die überhaupt mehr? Weiß ich nicht. Also Fähigkeiten bauen, wir haben ja eh nichts weiter zu laden. Weil wir haben zwei Energiekapseln überladen können, wo wir uns ein bisschen... Hilft mir mal jemand? Wirf ihn her. So, jetzt haben wir wieder volle Energie. Interagieren. Was haben wir hier? Gewölbe. Warte mal. Diese Struktur steht hier seit Jahrhunderten. Der einzige Weg, das Gewölbe zu öffnen, ist, scheint die Macht zu sein. Na, auf jeden Fall. Warte mal. Scannen wir das ganze Ding mal. Das Gewölbe reicht, das haben wir ja schon getan. Oh, Ziel erreicht. Gut gemacht, wer du auch bist. Die Prüfung, die ich hinterließ, hast du bestanden und hast Zugang zum Gewölbe und dieser Aufnahme, einem von vielen verschlüsselten Logs gespeichert in diesem Droiden. Ich bin Meister Ino Cordova. Ich kenne vielleicht deinen Namen nicht, aber deine Aufgabe. Das Schicksal des Ordens der Jedi liegt in deiner Hand. Mhm. Dieser Ort, dieses Gewölbe ist ein heiliger Tempel, erbaut von einer vergangenen Zivilisation namens Sepho. Ich meditierte hier und erhielt eine Vorahnung durch die Macht, eine Vision des Untergangs. Ich platzierte in diesem Gewölbe ein Jedi-Holokron. Es enthält eine Liste der Namen und Aufenthaltsorte junger Machtbegabter aus der gesamten Galaxis. Vor dir befindet sich die innere Kammer des Gewölbes, aber auch ein weiterer Test. Ich vertraue das Holokron nur jemandem an, der meinem Weg gefolgt ist und ihn auch versteht. Suche die versteckten Gräber der drei Weisen und lerne die Geheimnisse der Macht wahrzunehmen, so wie es einst die Sepho taten. In diesem Droiden findest du alles Nötige, um bei dieser Reise erfolgreich zu sein. Geh zur Heimatwelt der Sepho. Dort wirst du Frieden finden im Auge des Sturms. Viel Glück, Jedi. Und möge die Macht mit dir sein. Dann warst du wohl der jemand, den ich treffen sollte. Ich war allein, das... Tja, ziemlich lang. Hm. Ohne jede Aufgabe, nur versteckt. Das ist kein Leben. Hm. Nicht für einen Jedi oder einen Droid. Vielleicht hat es hier recht. Das Verstecken hat ein Ende. Hey. Kommst du mit zu ein paar Freunden von mir? Dann geht's jetzt weiter. Falls jetzt die Frage ist, heute Sepho. Da ist die zur Holokarte hinzugefügt. Wo müssen wir denn hin? Moment. Okay, scheinbar.
Haben wir einen weiten Weg vor uns. Das Hauptziel, okay. Ich glaube, wir müssen wieder komplett raus. Und zurück zum Landeplatz. Ich habe gefunden, was ich sehen sollte. Hört sich ganz so an. Wir warten. Na dann mal. Oh ja. Verlassene Werkstatt. Ich hoffe sehr verlassen zu sein, dass wir da nicht rankommen. Hey. Anscheinend waren die Sepho interessiert an Datomir. Seltsam, dass eine so friedliche Kultur diese Faszination hegt für einen Ort, der nur eins ist. Dunkel. So. Wir müssen da schon mal rein. Eine Abkürzung freigeschaltet. Und das sehen wir uns dann aber in der nächsten Folge an.